So, warte, ganz kurze Aufnahmenstopp. Lokal, weil ich schauen musste, was der kleine, süße Fratz hier im Haus macht. Und er macht nur Unsinn, wie immer. Sonst ist nichts mehr zu finden. So ein Blödsinn. Es ist so, als wenn ich wirklich einen Knick in der Pupille habe, ey. Weil soll ich wirklich nochmal zum Augenarzt gehen? Obwohl normalerweise letztes Mal war meine Sehschärfe noch über 100%. Also genug Sehschärfe, um noch Kampfpilot zu werden, wenn ich will. Also an irgendwas schabt der Hund drüben. Das macht mich gerade echt nervös. Weil ich höre ihn immer wieder so. Aber nicht drüben war, habe ich nichts gefunden. Er hatte auch nichts in der Schnauze oder sonst irgendwas. Hallo, ich bin Tisch, guck mich nicht so an. Oh, da wollte echt gerade oben jemand gucken gehen. Ich habe auch keine Chance, mich irgendwie am Wasser lang zu hangeln, ne? Da hoch geht's auch nicht. Ich muss sie leider gerade ein bisschen ablenken und von der anderen Seite kommt mich auch noch jemand nerven. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. Oh, jetzt haben wir den anderen Mann gefunden.
Jetzt kommen die den normalen Weg zurück, anstatt dass die den Weg nach unten gehen, oder? Ich hoffe, die sehen noch die andere Leiche. Ja. Ich habe leider nichts anderes. Ich würde sie gerne noch mal eine Falle reinlocken. Und anscheinend laufen die gerade auch den Weg alle runter. Und sehr dicht beieinander. Das bedeutet, dass die S-Mine die alle kriegen sollte. Ja! Da bleibt nicht viel übrig für die Familie. Das ist alles. Noch höher geht's. Nee. Das scheint alles in die Richtung zu sein. Ja, die Uhr tickt. Das mag ich überhaupt nicht. Ein Sendeturm. Kann ich die auch noch separat zerstören? Da oben waren wir, das ist der kaputte Generator. Na toll. Top-proof. Geh einfach mal so weit zur Seite rüber, bis du runterfällst. Ja, mehr sehe ich von hier aus nicht. Außer ich will den, den Jeep oder sowas noch in die Luft jagen. Aber das kann ich auch machen, wenn ich näher dran bin. Upsala. Es gab also doch noch ein paar Gegner.
Sehr schön. Aber nicht weit genug. Das hier wird sehr nützlich sein. Um endlich hier die das letzte Upgrade freizuschalten von der Waffe. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Sendeturm und schau mal, ob ich den Weg so kaputt machen kann, beziehungsweise zerstören. Weil wenn, dann sind solche Sachen, ja, würde ich immer die paar Prozent, die mir fehlen, für die 100% beim Missionsabschluss. Bin ja meistens immer bei 80% mit den Nebenmissionen. Ich glaube, da hinten hat jetzt jemand eine Leiche gefunden. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Mir ist langweilig. Ich hab da doch was gehört. Ah ja, da unten sind welche. Irgendeine Chance bei der S-Mine oder sonst irgendwas haben wir nicht, ne? Ah, hier darf ich durch das Holz schießen und Leute kaputt knallen. Beziehungsweise abknallen. Ob der Funker seine Lage schon kannte? Aber jetzt ist er auf jeden Fall tot. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Dann muss ich die Antenne kaputt schießen. Was? So hoch kannst du das Ding schmeißen? Na toll. Nö, das ist egal. Tja, scheint das Ding nicht besonders zu interessieren, ob da was dran explodiert. Muss wohl eine Antenne aus Kruppstahl sein. Es gibt keine Möglichkeit, noch höher hier zu kommen. Also wenn ich jetzt wirklich dann mit einem Sprengrucksack dann, also dann näher ran müsste. Oh, jetzt habe ich mich aus Versehen geheilt. Ja, so geht's auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit interagieren sollte. Also einfach weiter. Chat mit den Leuten, die vielleicht hier schon mal die Ecke gespielt haben oder was auch immer, die wissen auch nichts.
Da ist irgendein Modul noch dran. So, hier hochklettern gibt's auch nicht. Ja, dann hat sich das für mich erledigt. Obwohl, da ist so ein kleiner Vorsprung aus Holz. Vielleicht gibt es wirklich irgendeine Möglichkeit, über die Dächer dahin zu kommen. Oder wenigstens übers Nachbardach. Aber sehe ich auch nichts. Oh, was läuft denn da vorne noch rum? Ein Scharfschütze. Böhm. Sein Werk ist überall zu sehen. Nur doof als Scharfschütze in dem Gebäude reingeknallt zu werden. Was gerade abfackelt. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich keine Scharfschützenfallen reinlaufe. Da zum Beispiel ist eine. Das hier wird sehr nützlich sein. Gut, dass das hier keine S-Minen sind. Volltreffer. Stolperminen sind nämlich für mich bedeutend entspannter. Da muss man nicht jeden Zentimeter ranpirschen. Sieht nützlich aus. Ups, hier ist nichts, okay. Keine Panik, ich hol den Scharfschützen noch. Aber hier um die Ecke müsste auch noch ein Soldat sein. Sonst ist nichts mehr zu finden. Man denkt immer, es gibt so viel zu holen, weil alles blinkt in der Umgebung. Es sind aber Waffen, die rumliegen oder... ja, irgendwelcher Blödsinn wie Verbandskästen, die man eh nicht benutzt. Also selten. Ohne Scheiß, wie habe ich denn jetzt meine Position verraten? Ja, okay, ich habe jemanden erschossen, aber... pass auf, jetzt kommt der Scharfschütze runtergelaufen. Oder? Ein Scharfschütze. Hab eine Kugel mit deinem Namen. Ich möchte ihn aber im Nahkampf töten. Vielleicht gibt das ein Archivment. Ach verdammt, jetzt hat der Chat einen Tipp dazu, wegen der Antenne. In der Fahne werde ich mich kaum festhalten können.
Also runter mit dir. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Die Partisanen. Was für ein Blutbad. Da haben sie einige weggemetzelt. Naja, früher hat man einfach mal so ein ganzes Dorf ausgerottet. Hat ja keinen interessiert. Vor allem, wenn keiner davon berichten konnte. Stell dir mal vor, heute mit dem Internet würde auch nichts helfen, weil du würdest einfach die Mobilfunkmasten abschalten in der Umgebung und das Internet kappen. Das hier wird sehr nützlich sein. Das geht nämlich einfacher, als man denkt. Und dann sagst du, ja, Alliierter XY hat aus Versehen Kollateralschaden verursacht. Und deshalb ist das Dorf leider weg. Kollateralschaden, ein Dorf. Ich will ihn gar nicht treffen. Ich will nur gucken, wie viele Leute hier sind. Sonst nichts. Und ja, ich bewege mich ein wenig im Kreis. Ich arbeite dran, mich zu bessern. Kommt doch hier hin, ist mir egal. Oh nein, es hat einer gepfiffen. Das Pfeifen kam von davor. Manchmal ist das beim Nachladen noch so, dass die Sounddatei weiter ausgeführt wird. Genauso wie das Leichenverschwinden oder plötzlich du entdeckt bist oder du auch wieder nicht entdeckt bist, nur weil du gespeichert und nachgeladen hast. So, da ist die Reiseroute. Halte den LKW auf.
sich an, als würde jemand über mein Grab marschieren. Guck ich in die richtige Richtung? Ja, von da müsste der LKW irgendwann kommen. Obwohl, ich mache das anders. Weil ich jetzt nicht in 2 Sekunden entdeckt werde. Was zum? Nicht zum. Wenn die Tellerminen nicht reichen. Geh weg von der Tellermine! Kacke, es liegt mir eine Leiche auf dem Weg. So, ich löse doch hoffentlich nicht meine eigene Tellermine aus. Jetzt ohne Scheiß, muss ich jetzt einfach warten? Doch, da kommt das Ziel. Was ist in diesem Konvoi? Hat doch gut funktioniert. Gab sogar noch ein paar Nebenbei-Explosionen. In diesem Konvoi ist wahrscheinlich ganz viel Liebe. Und Biskuit. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt.